Bio. Eine anerkannte Größe. Ein Label. Ein Wachstumsmarkt. Und eine starke Konsumentenhaltung, losgelöst von ideologischen Färbungen. Was heute selbstverständlich erscheint, hat eine wechselvolle Geschichte hinter sich. Die Landwirtschaft versucht immer seit den 1860er, 70er Jahren, dass man modern ist. Fortschrittlich, nicht rückschrittlich. Und jetzt kommt eine Gruppe von Leuten, die sagt, halt, man muss die Umwelt anschauen, man muss die Ökologie anschauen, man muss die Nachhaltigkeit anschauen, man muss die nächste Generation anschauen. Das war schwierig gewesen, auch für die Leute, die am Ruder waren, weil sie hätten dann sich müssen sagen, ja, das, was wir gemacht haben bis jetzt, ist ja eigentlich falsch gewesen. Den Startschuss geben sogenannte Aussteiger Anfang des 20. Jahrhunderts. Aber erst an die 80 Jahre später ist Bio in der Schweiz gesellschaftlich und politisch etabliert. Bio ist von den Repräsentanten immer auch ein bisschen als moralisch, als leicht besser bis viel besser übergekommen. Und vor allem ist das Spielen mit dem moralischen Lied ist natürlich eigentlich nicht sympathisch. Was in den Behörden und in der Öffentlichkeit, in der Politik eher negativ war für die Akzeptanz, war, dass es verschiedene Bewegungen hatte, die sich zum Teil noch gegenseitig bekämpft haben. Und da über den Schatten springen und sagen, der andere kann auf drei zählen und gemeinsam sind wir stärker. Das war ein langer Prozess, aber ein absolut aber ein notwendiger. Nötiger. Oder? Ja. Also die erste gemeinsame Richtlinie in der Schweiz und dann auch weltweit, das war sicher ein ganz wichtiger Meilenstein in der Entwicklung des Biolandbaus. Die Entstehung des Biolandbaus ist die Geschichte einer Bewegung, geprägt von Pionierinnen und Pionieren, von Querdenkern und Visionären. Auf bäuerlicher, wissenschaftlicher und politischer Ebene. Nur Leben erzeugt Leben. Sie erzählen Geschichten von Überzeugung und Skepsis, von Vorurteilen, Grabenkämpfen, Widerstand und Durchbruch. Und jetzt die Juchzer. Wie ein reifer Äpfel ist das oben runtergefallen und wir haben eine neue Landwirtschaftspolitik gehabt. Das war ein wunderbarer Moment. Ich habe manchmal für mich gesagt, Maria Müller hat den Landbau gemacht und er die Bewegung. Sie war sehr, sehr auch eine gescheite Frau und hat uns Jungen gut verstanden. Eher wieder er. Also ich bin sehr naiv. Ich habe nicht damit gerechnet, dass das so ein wahnsinniges Echo auslöst. Also man hatte eine gute Trainingslagerzeit, bis es wirklich losgegangen ist am Markt. Mit dem grossen Boom sind halt dann viele Bauern umgestellt auf Bio. Und die haben das Selbstbewusstsein von diesen anfänglichen Kämpfern nicht gehabt. So ein bisschen unsere Aufgabe als junge Bio-Bauern und Bio-Bäuerinnen ist eigentlich, die Gratwanderung zu schaffen zwischen Idealismus und Markt. Und ich finde, im Moment ist es eher Gefahr, dass man zu fest abdriftet Richtung Markt. Einfach voll gesehen, das ist nicht der Fall. Bio bewegt und bewegt sich weiter.